Hallo und herzlich willkommen zur Folge 241 von Elex 2. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Background-Informationen erhalten vom Ursprung der Skyans, die tatsächlich sehr viel menschlicher sind, als wir dachten. Und das Ganze mit Elex und Dawkins und so weiter. Ich hätte es tatsächlich irgendwie ein bisschen ins große Ganze, ins All verfrachtet und den Ursprung des Elex nicht ganz so sehr auf Dawkins zentriert. Aber wer bin ich, diese Geschichte vorzugeben? Und jetzt reden wir hier mit dem Tayak, ehemals Taylor, mal noch ein bisschen weiter. Mal gucken, wie wir das angehen können. Ob wir das noch alles durchgehen können? Naja, mal gucken. Ihr verbessert diesen Planeten nicht. Ihr tötet alles und jeden und baut euch eure eigene Welt. Da, wo ich herkomme, nennt man das Völkermord. Diejenigen, die würdig sind, werden gewandelt. Alle anderen sind verzichtbar. Aha. Wie konntet ihr euch darauf einlassen, dass Dawkins euch damals in den Himmel geschossen hat? Wir sind jetzt unsterblich und können Dinge tun, die die restliche Menschheit nie für möglich gehalten hätte. Doch das forderte seinen Preis. Wir, die das Elex bei der Singularität über die Jahrhunderte weiterentwickelten, begannen uns zu verändern. Zum Besseren. Ja, das kann ich sehen. Jedoch wurde eine verheerende These immer mehr zur Gewissheit. Die Singularität begann sich zu bewegen. Erst nur langsam, dann immer schneller. Irgendwann konnten selbst die schärfsten Skeptiker nicht mehr leugnen, dass sie... Das Elex wurde nicht nur in der Nähe der Singularität hergestellt. Viele Bestandteile, die für seine Herstellung gebraucht wurden, wurden der Singularität entnommen. Heißt das etwa? Ja, das Elex ist ein Teil der Singularität. Und sie will es wieder zurück. Dieses Ding, es kommt her. Ihr habt diesen Himmelskörper angezapft. Und jetzt kommt es nach Magalan, um sich mit dem Elex wieder zu vereinen. Ist es nicht so? Ich sehe, jetzt beginnt dein Geist, die Dinge zu verstehen. Warum zur Hölle erzählst du mir das alles? Was versprichst du dir davon? Du bist die zweite humanoide Anomalie. Du bist der DNA-Replikant von Dr. Adam Charles Dawkins, oder Dais, wie wir Skyans ihn nennen. Du hast eine direkte Verbindung zu ihm. Du kannst noch am ehesten wissen, wo er sich aufhält. Mal ungeachtet dessen, dass ich momentan keinerlei Kenntnis über den Verbleib von Dawkins habe. Warum ist er so wichtig für euch? Während wir Wissenschaftler, die Dawkins mit dem Raumer-Shuttle Cassandra in den Himmel schoss, unser Leben riskierten und jahrzehntelang im freien Raum leben mussten, hatte Dawkins nur eine Aufgabe. Er sollte mit dem ersten Derivat des Elex, das wir ihm schickten, diesen Planeten auf unsere Rückkehr vorbereiten. Doch als er uns rief und wir endlich nach so langer Zeit wieder hier ankamen, nun ja, es scheint wohl eine Menge schiefgelaufen zu sein in unserer Abwesenheit auf diesem Planeten. Dass ihr Dawkins zur Rechenschaft ziehen wollt, weil er angeblich bei den Vorbereitungen des Planeten versagte, ist doch nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, ihr versteht einfach nicht, warum ich eurer Infektion immer noch widerstehe. Das hat mir euer alter Bordcomputer Cassandra selbst gesagt. Meine übermenschliche Willensstärke ist ein Mysterium für euch. Ihr erkennt langsam, dass ich euch gefährlich werden könnte. Habe ich recht? Du siehst eine Menge. Ihr wollt mich in eure Forschungslabore verschleppen. Ihr wollt mich auf einem eurer Seziertische. Ja. Und weil ihr glaubt, dass Dawkins die gleichen Fähigkeiten besitzt, da ich ja eigentlich nur sein DNA-Replikant bin, wollt ihr ihn ebenfalls auseinandernehmen? Da wir das jetzt geklärt haben, können wir uns kurz halten. Wenn du uns nicht dabei helfen kannst, ihn zu finden, ist diese Unterhaltung beendet.
Dawkins wird sich nicht ewig verstecken können. Na schön, dann wäre da nur noch eine Sache zu klären. Keine Fragen mehr. Es wird Zeit, dass wir deine Anomalie ergründen. Wir haben nur noch wenig Zeit, bis die Singularität hier eintrifft. Wir müssen vorbereitet sein. Die Forschung zur Veränderlichkeit muss ausgeweitet werden. Deine DNA wird uns helfen und uns viele Jahre der Forschung ersparen. Also, begib dich jetzt ohne Umwege in eine unserer Forschungszellen. Du wirst sowieso den Kampf gegen das neue Elex verlieren. Auf kurz oder lang wirst du zu einem der unsrigen. Ah, das weißt du doch gar nicht. Sonst wärst du doch nicht so erpicht darauf, mich auseinanderzunehmen. Aber selbst wenn es so kommen sollte, dann wird es meine eigene Entscheidung sein, nicht eure. Genug davon. Wir bringen das jetzt zu Ende. Nur über meine Leiche. Wenn das dein Weg ist. Oh, mein Kopf. Du lernst. Damit haben wir im Prinzip unseren ersten kleinen Bosskampf. Wenigstens das. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Jetzt kommt dieses Geist-Trainieren-Scheiß mit Crowny wieder, das ist ja echt bekloppt. Na gut. Also fairerweise ist jetzt der Dialog mit dem Kajak gar nicht mal so schlecht verlaufen, wie ich anfangs dachte. Und dass hinter dem Elex irgendeine Singularität aus dem All dahinter steckt, finde ich gut. Dass die Sky Ants aber nur eine Abwandlung des, wie sag mal, also mit Elex verseuchten Menschen darstellt, ist interessant. Ich fass es nicht, dieser verfluchte Mistkerl von einem Forscher. Dawkins ist der Urvater all der Dinge, die der Menschheit widerfahren sind. Die Welt ging an seiner Überheblichkeit und Gier zugrunde. Er hatte nie etwas anderes gewollt, als sein armseliges Leben zu verlängern. Und jetzt, wo die Geister, die er rief, ihn heimsuchen, verschwindet er spurlos von der Bildfläche. Das muss endlich aufhören. Meine Drohne muss ihn finden. Ich muss seinem Treiben endlich ein Ende setzen. Also jetzt gegen Ende? Risiko erkannt. Empfehle jetzt gegen Ende nimmt wenigstens die... Ja. Geisttraining, bla. Jetzt gegen Ende nimmt wenigstens Danke. Die Story Fahrt auf nochmal mit Dawkins und den Sky Ants. Ist eine interessante Wendung. Eine wirklich interessante Wendung. Ich bin noch zwiegespalten, Infektion. Was ich davon halten soll. Aber ich muss sagen, diese Folge bin ich schon sehr viel positiver drauf zu sprechen als noch am Ende der letzten Folge. Also, dass Dawkins der Urvater der Probleme ist und sein Leben verlängert, ist gar nicht mal so schlecht für ihn als Charakter so. Und dass die Skyans auch nur ehemalige Menschen sind, ist was, mit dem man am Anfang nicht rechnen würde. Aber dass die Singularität, von der man dieses Elex quasi abgezapft hat, das Elex zurückhaben möchte, jetzt nach mehreren Jahrhunderten. Also vielleicht ist es schon die ganze Zeit auf der Flugbahn. Ich meine, wie gesagt, Zeit und Raum sind ja eine ganz andere Dimension im Weltall als jetzt hier auf Magalan oder auf der Erde. Das heißt, in Elex 3 geht es erst richtig rund, wenn ich das hier so ablesen kann. Aber mal gucken, ob wir Dawkins noch zur Rechenschaft ziehen können. Was ist mit der Signatur von Dawkins? Kannst du ihn orten? Negativ. Dawkins befindet sich nicht in Sensorenreichweite. Bleib wachsam. Wir müssen diesen Mistkerl finden. Stand by. Okay, so wie dazu. Sonst nix. Ah, mein Kopf. Nee. Können wir irgendwie wohl noch nicht finden, den Guten. Verschaffen wir uns einen Überblick über unsere Aufgaben, die vor uns liegen. Stand by. Ich habe mich um die störenden Unruheherde in den Ländern der freien Menschen gekümmert. Das wird der sechsten Macht zugutekommen. Es ist an der Zeit, Dawkins aus dem Spiel zu nehmen. Je schneller, desto besser. Zu guter Letzt müssen wir Cassandra dazu bringen, die Pforte zum Hauptformer zu öffnen. Das wird noch schwierig genug. Also lass uns weitermachen. Wir haben noch eine Menge vor uns. Stand by. Ja, und was? Verdammt, das stimmt nicht mit mir. Nein, oh, nicht jetzt. Ah, okay. Gescriptet. Muss so sein. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah.
Irgendetwas ist mit mir passiert. Ich glaube, ich beginne die Fähigkeit zu entwickeln, es zu kontrollieren. Ich werde langsam eins mit dem dunklen Elex und seinen Eigenschaften. Genau das ist es, was die Skyans befürchten. Dawkins, ich werde dich finden. Und dann bringen wir das hier zu Ende. Das heißt, was heißt das jetzt? Dass wir ihn jetzt orten können, jetzt ist Crony leider. Ich gehe mal ganz kurz zum Teleporter hier, damit Crony halt auftaucht. Weil der war noch unten drin. Der wurde nicht mitteleportiert nach dieser kleinen Sequenz. Commander, orte Dawkins Signatur im Forma Deltara. Verdammt, wir sind zu spät. Die Skyans haben ihn schon erwischt. Wer weiß, was sie mit ihm in Deltara anstellen. Gut für uns ist das jedenfalls nicht. Empfehle sofortiges Intervenieren. Risiko der Kompromittierung liegt bei 98,6%. Ja, du hast recht. Wir müssen Dawkins da sofort rausholen, bevor die Skyans ihn ausquetschen. Positiv. Ja, ne, also dieser Teil hier ist jetzt tatsächlich mal ein wenig mit Erzählstrang. Ja, also während es davor sehr belanglos wirkte, bis zum Treffen mit Tayak, ist es jetzt angenehm. Es ist auch kein dauerndes Massenabschnetzeln mehr, sondern es gibt wirklich ein bisschen Story dahinter. Hintergrundinformationen, Herkunft und Motivation der Skyans und unsere Position in all dem. Und die Geschichte von Dawkins und so weiter. Ja, das muss man jetzt wenigstens mal auch anerkennen. Ja, ab hier geht's wieder ein bisschen bergauf. Zumindest ein bisschen. Bisher. Ja, und ich meine, so ist es viel besser erzählt. Ja, man muss jetzt einfach hier durch den Former und tötet ja auch eine Menge Gegner. Ja, wozu dann am Anfang dieses ganze Töten und Töten und Töten? Wie die MMO-Quests. Ja, warum nicht gleich das irgendwie so anlegen, dass man halt einfach nur, sag ich mal, ein Ziel vor Augen hat und muss halt dann stringent durch eine Menge Gegner durch, weil sie es nicht verhindern lässt. Wäre doch von der Erzählweise viel geschickter. Wo ist der geflogen? Alter Vater. Basilisk noch mal so nass. Und der Behemoth da vorne frisst gleich ein bisschen Blei. Übrigens schade, dass wir jetzt bis zum Ende hin keine weiteren Bleischleuder gefunden haben. Ich hätte auch bei den Händlern nochmal genauer nachschauen müssen. Beim Söldner zum Beispiel, das habe ich wieder vergessen. Hätte man eventuell nochmal eine bessere Schrotflinte bekommen können. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Genauso wie das MK3 Blastergewehr. Dazu kamen wir ja leider auch nie. So. Was haben wir hier alles noch für Gegner? Ein Abartiger. Und da hinten noch eine Geschützbestie. Na, warum drückst du nichts? Warum kann ich nichts drücken? Hallo? Okay. Ja, ich kann nicht kämpfen. Tank nehmen geht noch. Schrotflinte geht auch. Linksklick. Nahkampf geht nicht. Was ist hier los? Oh, wir haben die ganze Zeit das Licht an. Ich kann mein Schwert nicht mehr benutzen. Das muss ich mal ganz kurz hier prüfen. Da lade ich mal lieber neu. So ein Fehler darf nicht passieren. Jetzt geht's wieder. Okay. Zum Glück lässt sich's mit Neuladen ausbessern. Aber wie gesagt, sowas darf eigentlich nicht passieren. Uiuiui. Ein bisschen volle Pulle auf Stärke.
Wir können es ja. Wie geht es hier weiter? Hier geht's weiter. Ach Gott. Ach Gott. Da kommt ein dicker und ein ganz dicker. Schön, dass hier nochmal so viele Behemoths auftauchen. Für unseren Intelligenzwert ist es natürlich nicht schlecht. Bringt nur leider nichts. Viel mehr Damage machen wir damit ja eh nicht. Wir benutzen ja unsere Fähigkeiten gar nicht. Weil die haben sie gar nicht so drauf. Muss man leider sagen. Ja, das mit der Schrotflinte ist schon irgendwie ein bisschen stumpf. Macht Bock, ja, keine Frage, sonst würde ich es ja nicht tun. Aber das ist doch, soll doch nicht Sinn der Sache sein. Ja, also in jedem Falle ist in früheren Piranha-Bytes-Spielen da das Interesse an Magie höher, weil man halt auch was damit erreichen kann. Jetzt sind wir wieder hier, jetzt ist hier natürlich nichts. Auch keine legendäre Waffe. Und ich bin wohl irgendwo falsch abgebogen. Ich bin hier und... Wow, der ist hier gar nicht drin. Der steht außen dran. Ich krieg einen Kollaps. Der will mich doch veräppeln. Der hockt einfach hier am Anfangsgebiet, oder was? Ich krieg zu viel. Ich schieß mich durch den ganzen Format durch. Hier fliegen wieder irgendwelche Flugobjekte durch die Gegend. Die man wohlgemerkt auch im Former selbst hört. Und der ist einfach hier am Anfang. Endlich. Ich dachte schon, ich finde dich nie. Jax. Du hier? Bist du gekommen, um mein Leben zu retten? Um ehrlich zu sein, weiß ich noch nicht, was ich mit dir anstelle. Ramm ich dir gleich meine Waffe in den Rachen oder erst später, nachdem du mir einige Dinge erklärt hast? Ah ja. Sie haben mit dir gesprochen, nicht wahr? Du hast mit den Skynes geredet. Wundert dich das? Damit musstest du doch rechnen, dass deine Geschichte nicht ewig geheim bleiben würde. Nein, aber ich hatte gehofft, dir das alles in Ruhe erklären zu können, bevor es die Invasoren tun. Dazu hattest du mehr als einmal die Gelegenheit. Ich glaube eher, du hättest das alles mit ins Grab genommen, wenn dich die Umstände jetzt nicht dazu zwingen würden. Na schön, aber wollen wir nicht erst einmal hier verschwinden und dafür sorgen, dass wir nicht... Du gehst nirgendwo hin. Wir reden jetzt erst einmal über deine Vergangenheit und über all das, was du mir und der Menschheit angetan hast. Tja, was habe ich für eine Wahl? Dann lass uns darüber reden, wenn es unbedingt sein muss. Seit wann wusstest du von diesem Meteoriten und seiner Kollision mit Magallan? Vor oder nach deinem Plan vom ewigen Leben? Der Meteorit war nicht der Anfang. Es dauerte nur 5 Jahre nach seiner Sichtung, bis er auf Magallan einschlug. Doch viele Jahre zuvor, ich war noch ein Mann, der mitten im Leben stand, als ich das erste Mal eine viel wichtigere Erscheinung am Himmel beobachtete. Die Singularität. Sie war faszinierend. Alle Beobachtungen, all die Berechnungen, all die Forschung, die ich an ihr betrieb, waren schweißtreibend und überwältigend. Sie war die Antwort auf alle Fragen, die sich die Menschheit jemals gestellt hatte. Und noch viel mehr als das. Doch ich hatte nicht genug Mittel, um ihre wahre Natur zu ergründen. Wenige Jahre später wurde die Infinite Skies Corporation gegründet und ich war ein Teil von ihr. Ich hatte unbegrenzte Mittel zur Verfügung. Ich konnte das, was ich am Himmel sah, einfach nicht fassen. Dieses Ding schien alle Regeln der Wissenschaft auf den Kopf zu stellen. Doch die Ergebnisse meiner Forschung und die Lehren, die ich aus dem Verhalten der Singularität ziehen konnte, brachten mir nicht nur Ruhm und Anerkennung bei meinen Kollegen. Viele unter ihnen versuchten, meine Forschungen zu denunzieren, aber ich forschte weiter und stieß bald an meine Grenzen. Wie hast du das Elix erschaffen? Ich habe es nicht erschaffen. Es war immer schon da.
Sie ist es, die Singularität. Das Elex ist ein Teil von ihr. Es musste nur noch modifiziert und an uns Menschen angepasst werden. Mir wurde meine eigene Vergänglichkeit immer bewusster und ich... Mir wurde plötzlich klar, dass ich die Früchte meiner eigenen Arbeit niemals ernten würde, wenn ich nicht... Der Plan vom ewigen Leben. Ja, auch bei diesem Plan konnte mir die Singularität helfen, ihn in die Tat umzusetzen. Aber das konnte ich nicht hier auf Magalan. Man musste hoch, zu ihr. Nur dort herrschten die notwendigen Bedingungen. Doch hätte eine Reise zur Singularität viel zu lange gedauert. Ich musste erst einmal etwas entwickeln, was uns zu ihr bringen würde. Eine Technologie, die ihr alle schon seit Jahren, seit dem Krieg gegen die Alps am Himmel beobachten könnt. Du meinst diesen seltsamen Ring am Himmel, den der Hybrid erzeugt hat? Ja, genau. Es ist ein künstliches Wurmloch. Eine Brücke von dieser Welt zu einer anderen. Meine Wissenschaftler sind durch dieses Wurmloch hindurchgegangen und als höher entwickelte, unsterbliche Wesen nach über 160 Jahren zu uns zurückgekehrt. Alles klar, viel crazy shit und so weiter. Die Kohärenz des Ganzen werden wir dann nochmal ein bisschen uns durch den Kopf gehen lassen, wenn wir mit dem Gespräch mit Dawkins durch sind in der nächsten Folge. Aber wenigstens viel Input, viel Background. Das ist genau das, ob es jetzt stringent ist und fehlerfrei, sei mal dahingestellt. Aber wir haben jetzt endlich Input und Informationen und Story, etwas, das wir leider davor in Kapitel 4 und Kapitel 3 vor allem so gut wie gar nicht hatten. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge und gehen dann das Gespräch mit Dawkins weiter durch. Bis dahin, tschüss.